Ja, hallo, willkommen, mein Name ist Andy Rollweh und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Kingdom Hearts Re-Chain of Memories. In der letzten Folge haben wir Oogie Boogie fertig gemacht in Halloween Town und von Luxen auf die Phrase bekommen. Karma. Ja, das habe ich vor, diesmal zu ändern. Wir gehen jetzt nochmal da rein und machen diesmal Luxen fertig. Ich habe eine Vita-Karte mit einer stärkeren Vita-Karte hier aus Queen ausgetauscht, damit ich diesmal auch zur Heilung komme. Sie hat doch schon ein paar stärkere Karten, also ne, Cutscene haben wir ja schon gesehen, also ja, das will ich noch mal sehen. So, komm her. Diesmal vielleicht. Wusste doch, das Spiel war schwer. Ja, nur so starke Karten hier einsetzen und ich habe den Null. Jetzt einen Megavolt ein. Jetzt verdammt noch mal dein Dings ein. Auf damit. Am besten jede Runde mal so heilen. Muss sie nicht gleich aufladen. Schon ein bisschen krasser drauf. So. Bitte kein Megavolt einsetzen als Konter. Er ist ein bisschen billig, finde ich, aber egal. Nixer. Kann ich nicht. Nixer. Maja. Off, off. Swag. Ah. Oh Gott. Lass mal einfach über uns vergehen. Weil wie schnell die angreift, ne? Den hier machen. Hier auch irgendeine Karte eingesetzt. Oh, ich habe wieder gefunden ab. So, komm her. Ja, immer noch voll billig. Warte, ich dachte, du setzt ein Ding ein. Alter, wie schnell. Alter, ist gut, Mann. Fräulein. Du hast Teilung ein, bitte. Danke. Nee, ich kann nicht. Die möchte ich noch fertig machen. Doch, komm her. Ja, die sich bewegen kann, während die sich auflädt. Voll der geölte Blitz. Sehr gut. Wow. Heftsch. Und Level Up. Ausgezeichnet. Ich glaube, ich brauche ein bisschen mehr AP. Wir haben Donner bekommen. Sehr gut. Wahrscheinlich nur 3 oder 4, ne? 7. Das ist gar nicht mal schlecht. Yay. Nicht. Guck wieder wie ein Blöder. So. Was sollte ich Dingens hier nehmen? Ich weiß es nicht. Ich werde auf Screen sehr viel trainieren, also nehmen wir wieder KP. You're not as bad as I thought. You really are a hero. A heartless hero. Who asked you? Oh, does it hurt because it's the truth? You are just a baby. And if you're gonna be a baby, then here you go. I created another card from your memories, you know. Be a good boy and say thanks. Ta-ta. Wait, Luxine!
Don't you dare hide from me! Show yourself! Und jetzt redet er völlig durch. Calm down. She's not coming back. Sora? I hate this. Why'd I need someone like that to bring back Naminé's memory? Sie ist Naminé. Wir haben 4 neue Welten. Hahaha. Ich meine, sie ist auch blond, ne? Das wäre eine gute Theorie. Laxen ist Naminé. Hätte man doch machen können, oder? Wen können wir denn schon, was diese Bösen sagen? Was? Naminé, so heißt sie also. Bist du nicht froh, dass es dir endlich wieder eingefallen ist? Ja. Okay, ich glaube, ich kann hier nichts. Blitz, 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 Blitz. 21, wunderbar. Ausgezeichnete. Gut. Weiter mit der Story. Whew. Throwing that battle wore me out. Really? It looked to me like you just plain lost. How dare you? You don't appreciate the nuances of an ungainly effort. Vexen. Noch mehr Kuttenträger. How could you be humbled by someone of such limited significance? You shame the organization. How can we help you, Vexen? It's not very often we see you topside. I came to lend you a hand. You obviously believe this Sora has much potential, but I remain unconvinced he is truly worth such coddling. I think an experiment would show. Bei ihm kam ich nicht mehr weiter, jetzt weiß ich. Irgendein Bosskampf von dem kam ich nicht mehr weiter. Well, here we go again. It's just an excuse so you can carry out your little experiments, that's all. I'm a scientist. Experiments are what I do. Yes. Whatever. You can do what you want. But you know, I think testing Sora is just a cover for testing your valet. Valet? He's the product of pure research. What he actually is a toy. Hmm. You should just learn to be quiet. Anyway, since you came all this way, you're gonna need this. A humble gift to my elder. I hope you use it to put on a very good show for us. Und ja, die Schuhe kennen wir doch. We don't have time. They've got Naminé. We gotta rescue her. Who? Sora sure does seem like he's upset. You'd be too. He just remembered a friend, but found out she's in trouble. Good point. I guess if we heard that the king was in danger, we would be pretty upset about that too. Okay. Das sagen die als nächstes wahrscheinlich. So, Frage, welche Welt nehmen wir als erstes? Los, Sora, wir müssen Naminé aus den Fängen der Bösen retten. Deine Freunde sind auch unsere Freunde. Los, helfen wir Naminé. Gut. Weiß, glaube ich, schon, welche ich als erstes nehme. So, wir haben Atlantica, wir haben Nimmerland, wir haben Hollow Bastion und wir haben 100 Morgenwald. Da ich in jedem einzelnen Spiel, wo diese Welt vorkommt, diese am meisten hasse, machen wir erstmal die. Aber das schlimmste Wesen ist schon mal hinter uns. Ja, 100 Morgenwald ist immer irgendwie das langweiligste von allen. Außerdem kann ich Winnie Pooh nicht leiden. Dieser verdammte, verfressene Schnorrer. Na gut. Die Frage ist nochmal, wie geht's hier nochmal so ab in dieser Welt? Was ist los, mein Kleiner? Ich suche meine Freunde. Sind sie irgendwo? Hier scheint niemand zu sein. Dann suche ich wohl niemanden. Du suchst niemanden?
Ja, ich suche schon die ganze Zeit ohne Erfolg. Das viele Suchen macht mich hungrig. Ob hier wohl irgendwo Honig ist? Aber wenn ich anfange zu essen, kann ich nicht mehr weitersuchen. Lass uns gemeinsam nach deinen Freunden suchen. Du meinst nach niemandem? Nein, nach deinen Freunden. Vielleicht sind sie ja hier irgendwo. Komm, wir suchen sie zusammen. Oh, du suchst meine Freunde also auch? Nun, ich suche selbst nach Freunden von mir. Sind das Puh-Freunde? Bin mir nicht sicher. Aber ich weiß, wie es ist, wenn man seinen Freund vermisst. Also suchen wir doch gemeinsam. Das klingt toll. Ich kann diesen Bären einfach nicht leiden. Ich kann ihn wirklich nicht leiden. Hm? Was geht? Komm da raus, verdammt. Komm da raus, verdammt. So. Oh, oh. Oh nein, oh nein. Beachte mich gar nicht. Ist er nicht Puhs Freund? Nein. Nein, ich bin nicht Puhs Freund. Ich bin... Hallöchen, Ferkel. Oh, du bist es, Puh. Was für eine Erleichterung. Ich habe jemanden gefunden. Ich habe die anderen verloren und wusste nicht, was ich tun sollte. Das erklärt auch, warum du so nervös bist. Ferkel, komm doch mit und hilf uns, unsere übrigen Freunde zu finden. Was? Also, ich weiß nicht. Oh, was soll ich nur machen? Er will wohl nicht mit. Bitte, wartet. Hast du es dir anders überlegt? Ich überlege noch, aber ich habe im Gebüsch etwas Seltsames gefunden, bevor ihr aufgetaucht seid. Ich wüsste nicht, was ich damit anfangen sollte. Ihr könnt es behalten. So erlernt verwirren. Ja, ich bin auch sehr verwirrt in dieser Welt. Na, so weit haben wir auch noch nicht. Wunderbar. Auf mir Kombinationen zu geben von Sachen, die ich noch nicht habe. Ich kann mich einfach nicht entscheiden. Was soll ich bloß tun? Okay. Deine Freunde sind ja scheißegal. Ich verstehe schon. Okay, ich hab's mir anders überlegt. Ich kann den ganzen Verein irgendwie nicht leiden. Jetzt gehe ich, verstehe überhaupt nicht, wie andere Leute Winnie Pooh leiden können. Das ist für mich, weiß ich nicht. Das ist, weiß ich nicht, das verwirrt mich. Aber okay, hier ist seine. Na raus hier. Was soll das überhaupt bedeuten? Ring also. Ach, hier kann ich durch, okay. Boah. Hey, bring was hinter uns, ich will hier raus. Ah. Kunkins und niemand kann ja irgendwie, niemand hat irgendwie Ahnung von Grammatik. Cabbage, Carrots. Also da sind drei Schilder. Die Chance hatte ich bei jenen hier verschreib's, ne? Ist schon ein bisschen. Aber die schaffen es natürlich. Aber ich glaube, wir kommen auch keine Gegner oder so. Jetzt sind einfach nur, weiß nicht, Belohnungen. Ist ja wohl bessere Mogi-Sachen, Sachen im Mogi-Shop kaufen können, oder? So, der Rabbits Haus ist falsch geschrieben, ey. Ich krieg so die Krise. Nein, es sind Pimpkins. Du meine Güte, alles okay, Po? Ja, ich glaube schon. Wo kam denn dieser Kürbis her?
Hallo. Hallo, Rabbit. Ach, bin ich froh, dass ihr hier seid. Helft ihr mir, das Gemüse aus meinem Garten zu sortieren? Dann war der Kürbis also deiner? Okay. Jetzt mal sortieren des Gemüses. Klar, habe ich gerne. Ich glaube, das muss ich eigentlich gar nicht machen, aber... Also, sortiere insgesamt 30 Kohlköpfe und Kürbisse. Dann kommen wir nach links mit Viereck und Kürbisse nach rechts. Dreieck sieht, sortiere das Gemüse durch Werfen des Schüsselschwerts. Okay, Kohlköpfe, Viereck, Kürbisse, Kreis. Da ja, steht auch, okay. Das ist auch chillig. Nein! Also ein Dreck. Ich kann mal neu starten. Wir haben nämlich schon perfekt. Um meine Competitive-Seite zu vorschein. Das. Dann schmeiß diese blöden Sachen eigentlich da die ganze Zeit runter. Das ist doch gefährlich, Mann. Läufst du denn jetzt hier durch? Ja, du Volltrottel, was machst du auch? Wegen dem Pizza, der hat mir jetzt hier alles vermasselt. Einfach da sitzen und mach nix. Dann kannst du am wenigsten Schaden anrichten. Mann, wie soll ich denn das... Wie soll ich denn das blöde Ding kaputt kriegen? Das ist nervig. Mann! Bleib gefälligst da. Sehe schon, er kommt wieder runter. Und ein blöder Schmetterling ist echt die Krise. Du Volltrottel, ey. Mann! Dieser Pisser. Macht mir alles zunichte. Kann ich nicht auch Dreieck hier ein... Ah, ich kann mich bewegen, was? Das haben wir doch ein Ei. Mal gut zu wissen, ey. Nein, da kommt schon wieder ein blöder Schmetterling. Das ist auch irgendwie ein Todeswunsch, kann das sein? Gar nicht, ich glaube, mehr schaffe ich heute in dem Part nicht mehr. Aber bis ich 100 erreiche oder irgendwie so was, falls ich 100 erreiche. Sagen, wie fällt das blöde Ding denn aus?
Mein Gott, komm jetzt schnell. Verdammt. Okay, 103. Reicht. Feierabend. Ist das doof. Danke für die Hilfe. Hier, das ist für dich. So, er lernt Kreuzi Plus. Cloud, Stopp und Angriffskarte. Stopp könnte ich mir reinpacken. Aber ich muss die ganzen Minispiele ja gar nicht machen, ne? Ballons. Ich frage mich, wohl die Ballons sind. Das Gefühl, wir werden es bald herausfinden. Warum kann ich den nicht töten? Hört sich noch Spaß an. Ballons durch die Gegend fliegen. Richtig spitz, während die Schätze sammelt. So kreis, um aufzusteigen. Und Platz, wenn du Äste und Bienen berührst. Okay. Okay. Also leben oder was? Lasst euch. Meine Ballons. Nein, ich konnte nicht aufnehmen. Ich habe schon so viele. Hell damit. Jetzt habe ich einen Ballon mehr. Au. Alter. Was eine Kacke. Ist noch ein Ballon ausgezeichnet. Muss eigentlich nur die Spitze erreichen, oder? Das hat eine Steuerung, ne? Ich bin Umweg gegangen, da. Ich stelle mir überhaupt nicht in Frage, wieso ein zwei Ballons hier so weit nach oben bringen können, aber okay. Gott verdammt. Was hat? Ja, gut. Oh mein Gott. Na, was geht? Hui, sieh an, wen haben wir denn da? Alles in Ordnung, Puh? Ja, und wie? Ich hatte heute riesigen Spaß. Du könntest einen Ballon benutzen, um deine Freunde zu suchen. An sich eine gute Idee, junger Mann. Aber problematisch wird es, sobald ihr sie findet. Hm? Sobald ihr eure Freunde gefunden habt, wie kommt ihr dann zu ihnen hinunter? Ein Ballon fliegt nämlich dem, folgt nämlich dem Wind. Darauf hat man keinen Einfluss. Was, wenn ihr eure Freunde sehen würdet, aber der Wind breche euch nicht zu ihnen? Ich würde sie lieber weiterhin suchen, anstatt sie zu finden und nicht erreichen zu können. Wohl wahr. Irgendwie nicht. Wenn ihr jemanden finden wollt, dann am besten zu Fuß. Es kann sehr spannend sein, dort auf den Freund zu stoßen, wo man ihn am wenigsten erwartet. So geht's mir auch. Nur wenn ich einmal wieder irgendwo Honig finde. So ist recht, Bo. Immer auf den Trab bleiben und weitersuchen. Okay, Eule, das war ich. Ich kann noch kaum erwarten, den Honig zu finden. Keine Sorge, ich helfe Puh, seine Freunde zu finden. Den sind seine Freunde auch vollkommen egal. Er will nur Honig. Ey, mein Gott, hervorragend. Hier, um sorry, ihre Suche zu beschleunigen. Vollgasalbe. Weißt du, erst Honig, dann Freunde. Okay, der hat geile Prioritäten. So, weiter hier, ich will hier raus. Ich halte das nicht aus. Wo sind wir jetzt? Ah,
Das ist nur der Typ mit der wandelnden Erektionsstörung. Möchtest du vielleicht ein bisschen mit mir hüpfen? Nein. Aber ich muss. Gut, dann würde ich sagen, ich beende die Partie und wir sehen uns in der nächsten Folge von Let's Play Kingdom Hearts Re-Chain of Memories. Ich bedanke mich als Zuschauer und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.